Alle wollen sehen, wie er einsteigt, Digga. Jetzt bin ich gespannt. Schauen wir uns die Gurke mal an. Abu und Breiten von Bertsch. Breitenberg hat freigemacht, er dachte, heute wird richtig entspannt. Dabei haben wir gerade, wie lange waren wir im Mediamarkt drin? 3,5 Stunden, 4 Stunden. 3,5 Stunden, 4 Stunden. Das Wichtigste ist, er hat, glaube ich, für Unsummen Beträge eingekauft, also sehr viel, die gesamte Ausstattung, und 3 Euro bei einem Handyhalter rausgehandelt. Ich habe 3 Euro beim Handyhalter rausgehandelt und 5 Euro beim Bose Soundsystem. Ich sage euch wirklich, ich sage euch wirklich, wie es ist. Mir ist es auch völlig egal, ich mache das immer, ich werde diese Art nicht ändern. Das hat auch nichts mit gierig zu tun. Nein, nein, das ist schon. Guck mal, er hat auch gefragt, er sagt, sollen wir die 5 Euro dann runter machen? Ich sage, macht es dir denn Umstände? Er sagt, ja, nicht so, aber kriegen wir hin. Ich sage, ja, dann kriegen wir das hin. Ich zeige euch mal ein bisschen die Wohnung. Bis gleich. Breitenberg hat meine Wohnung schon gesehen. Was sagst du? Sehr schick, muss es sein. Sehr schick. Ist okay? Sehr gemütlich, sehr geräumig, sehr ansehnlich. Okay, ich zeige euch mal einen kleinen Rundgang. So, hier kommt man rein. Das ist schon der erste, naja, Vorflur. Hier kommt so eine Waschküche hin. Das hier ist schon der erste Flur. Das ist so quasi die erste Wohnung hier. Dann geht es hier auch schon rüber ins Schlafzimmer. Hier ist auch schon das Gaming-Zimmer, wo die meisten Sachen schon stehen. Hier ist der Tisch, hier sind die Sachen von Elgato. Und hier wird das, wie gesagt, die Gaming-Sitzecke kommen. Hier kommt ein Fernseher hin. Hier kommt das Streaming-Setup hin. Hier, Badezimmer. Also das ist das Gäste-WC quasi, kann man sagen. Und hier, das war mal ein Badezimmer. Das werde ich zum Kleiderschrank machen. Hier werden die Kinderzimmer sein. Auch sehr, sehr groß. Schaut euch das an. Diese zwei Zimmer hier, diese beiden Zimmer sind alleine so groß wie meine Wohnung, wo ich jetzt gerade lebe. Und deswegen bin ich einfach so unnormal zufrieden. Das ist das Hauptbadezimmer. Hier, zack. Badewanne und Dusche. Und dann geht es hier schon in meinen Lieblingsraum, der ist so riesig. Das ist das Wohnzimmer. Das sind die Platten hier für die Küche. Und ja, hier kommt ein anderer Kühlschrank halt noch hin. Aber das ist die Küche, die gerade heute geliefert wurde. Morgen wird sie fertig gemacht. Hier hat man natürlich ein paar Dachschrägungen, weil wir im oberen Bereich sind. Aber ja, Lichter sind auch dran. Das war die Wohnung. 200 Quadratmeter von 63 Quadratmeter auf 200. Ist eine Steigerung. Alhamdulillah. Angekommen im schönen Restaurant, wo wir den leckersten Dip, den es gibt, essen. Der ist wirklich, ich muss sagen, wirkt sehr Togo, der Dip. Korall? Du weißt, dass Togo besser als Korall ist, ne? Okay, du musst dich entscheiden. Der Dip ist nur eine Sache. Korall oder Togo? Bruder, kein Mensch und freiwillig jemals diese Wörter benutzt. Nein? Weißt du, was gestern in Sammy's Stream los war? Abo. Ich hab die nicht rübergeschickt. Wallah billah, ich will dir was erklären. Okay, erklär's mir. Sagen wir, ich finde das Wort ganz besonders lustig. Und ich würde es den ganzen Tag sagen und sagen, Leute, hier, das ist mein Wort. Bruder, die Leute werden mir auch doof nachsammeln. Das ist einfach so. Auch du, nein, Abu, jetzt hast du mal Sendepause. Auch du solltest dir bewusst sein, dass du auch ein Meinungsmacher bist. Aber wenn die, du kannst halt etwas sagen und die plappern dir das nach. Deswegen, Togo und Korall ist absoluter Schmutz, Digga. Das muss man einfach mal so sagen. Gut, dass ich mein eigener Meinungsmacher bin. Ich mache jetzt auch gerade eine Meinung. Ist scheiße. Aber ich freue mich trotzdem, dass Leute das nachquatschen. So ist es ja nicht. Aber ich werde es nicht in meinem Wortkabular aufnehmen. Das wird nicht passieren. Am Anfang war das leicht cringe, habe ich auch gehört. Aber jetzt mittlerweile, ich sag dir auf der Straße, wenn ich die Jungs sehe, die sagen einfach, ey, was geht, du bist so Togo und so und Korall. Die sagen es wirklich. Oder Ballabila, so war ich hier sitze. Was ist dein Lieblingsspruch, Breitenberg? Sagen wir mal, du hättest ein Wort, was du dir aussuchen könntest, was die Leute alle nachsagen werden. Was würdest du benutzen? Oder aktuell bin ich auf hart hängen geblieben. Hart auf hart? Ja, aber das gibt es schon. Du musst was Neues machen. Was Eigenes? Da muss man auch nochmal Props geben. Hart auf hart haben wir nicht erfunden, sondern das kommt von Red. Das ist so ein... Das geht auch nicht. Oder okay, komm. Red war schon immer, da geht auch Liebe nur raus, Red war schon immer ein Trendsetter.
Aber irgendwie hat er nie so heftig die Props dafür bekommen, sage ich jetzt mal. Aber so ist es halt. Leute haben ja auch so nochmal einen kleinen Realtalk von Onkel Monte. Könnt ihr wieder TikTok-Clips von hochladen und arabische Musik hinterlegen und unterschreiben. Inshallah, er kriegt alles zehnfache zurück. Ja, ich liebe das. Ja, ja, nein. Jetzt mal ein kleiner Realtalk. Die Leute haben ja auch zum Beispiel kritisiert. Oh, aber du bist so ein Mitläufer. Du benutzt all die Wörter, die Onkel Monte auch benutzt. Aber Freunde, sind wir mal ehrlich. Wenn ihr in einem Freundeskreis seid und Freunde von euch benutzen Wörter, die euch gefallen, dann redet ihr die auch nach. So ist das bei uns auch. Gut. In dem Fall bin ich der Coole in der Runde und bin der Trendsetter. Und Abo ist der Idiot aus der Ecke, der Tongo Corral und niemand redet ihm nach. Aber so ist es halt, wenn man unter Freunden hängt, übernimmt man viel. Das, der Unterschied ist, dass bei euch kriegen wir das nicht mit, weil ihr seid ja nicht in der Öffentlichkeit, wir sind aber in der Öffentlichkeit. Und dementsprechend, ihr könntet auch zu mir sagen, ich bin ein Nachmacher, weil die Wörter Hard of Hard habe ich von Red geklaut. Also halten wir fest, hier auf diesem Einsitzer, hier sitzen die coolen Leute und da sitzen die Tölpel und Korallidioten. Das ist dein absolutes Lieblingsschimpfwort. Wenn du dich für heute, Schimpf, wenn ich richtig sauer bin? Nein, nein, du dürftest nur noch ab jetzt ein Schimpfwort benutzen, um Leute zu beleidigen. Pendejo. Wollte ich gerade sagen. Ich sag dir ehrlich, ich sag das mittlerweile ohne Akzent, so aus Reflex. Oder Mierda sag ich ganz oft aus Versehen. Mhm. Was? Bin ich jetzt auch wieder nicht cool? Nein, 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 nein. Hallo. Ich hab nie behauptet, dass du nicht cool bist. Ja, ich bin cool. Habt ihr das gehört? Das hast du schon von alleine klargestellt. Okay, was wäre dein... Was wäre dein... So, war ich hier sitze. Was wäre dein... ich habe gesagt Pendejo, ich habe aber auch Mierda gesagt, aber kein Schimpfwort. Was wäre dein einziges Wort? Aber ich glaube, ich weiß schon, ich habe schon eins im Kopf, was du, denke ich, sagen würdest. Es gibt so schöne, geile Beleidigungen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde zum Beispiel, wenn Amerikaner, also amerikanische Beleidigungen, hören sich viel krasser an, hören sich viel geiler an. Oder wenn Araber sich streiten, Bruder, du denkst ja nicht. Du denkst, die wollen sich gegenseitig... Oder die sitzen am Tisch, unterhalten sich nochmal, du denkst gleich Schlägerei. Ich weiß, aber die reden ganz normal über Gott und die Welt gerade. Wenn die Karten spielen, dann ist vorbei. Ja, ja, das weiß ich. Kartenspiel vorbei. Ich kann die Frage nicht beantworten. Notenbengel? Was? Notenbengel finde ich ist eine gute Beleidigung. Du Notenbengel. Ja, aber was ist denn so eine, wenn du sagst so, ey, ich mache eine Beleidigung, aber die ist nicht so hart, aber die ist schon so, ich biegs ihn damit. Idiotensohn. Idiotensohn ist lustig. Du dummer Idiotensohn. Ich habe gerade überlegt, Monte fragt sich wirklich, ob ich wirklich in sein Lambo reinpasse. Also for real, er überlegt sich das. Oder verarscht du mich? Nein, Bruder, das ist eine berechtigte Frage, hallo. Denkst du, ich passe in sein Lambo rein? Ich glaube nicht, Bruder. Das ist echt eng. Doch, doch. Er wird schon passen, aber es wird nicht so bequem für ihn sein. Aber die Sitze haben ja Seitenschalen und er hat auch Seitenschalen. Die Frage ist, welche Seitenschalen sind stabil? Das Problem ist, hier sind so viele Leute außenrum und der Lambo steht direkt nach hinten. Ich bin am Arsch vor den ganzen Leuten einsteigen und wenn ich nicht passe, muss Monte mich da wieder rausziehen. Rauskommen wird, glaube ich, schwerer für ihn. Rauskommen? Ja, nein, Bruder, ich bin wie eine Gazelle beweglich. Ja, ja, wie eine Gazelle. Wie eine Gazelle, die schwanger ist. Bro. Digga, das wird so unangenehm. Guck mal, ich filme mal, dass ich die Leute sehe. Was? Alle wollen sehen, wie er einsteigt, Digga. Jetzt bin ich gespannt. Er ist gut reingekommen. Bruder, ich bin nicht drin. Ey, ist das Auto jetzt so? Weißt du, was ich interessant finde? Bei normalen Menschen ist das eine Seitenschale, bei ihm Armablage. Das ging ja besser, als ich dachte. Okay. So, schauen wir uns die Gurke mal an. Aber jetzt musst du darauf achten, sie ist noch ein bisschen tiefer jetzt. Ja, alles gut. Auf 100. Also offiziell auf den Papieren glaube ich
Jetzt versucht der liebe Mann auszusteigen. Hast du dich rausgeschubst? Aber ich hab's mir echt schlimmer vorgestellt. So schlimm sah es gar nicht aus. Mal Soundtest. Abo, willst du ihn richtig ärgern? Erzähl. Er liebt doch diese Götterspeise. Ja. Nimm die aus Kühlschrank und tu sie einfach woanders hin. Also das, du meinst Wackelpudding? Ja, Wackelpudding. Okay, warte, was soll ich jetzt machen? Du Wichser, du willst mich snitchen, Digga. Ich werde dich richtig heftig snitchen. Monte, ich sag denn so. Das war Monte, das war Abos Idee. Wo ist Monte, Digga? Schwör? Das war Abos Idee. Du willst sowas machen? Ich hab das auf Video. Was? Ich hab das auf Video, ich sag dir das nur. Du kleiner Wichser, ja. Du dreckiger 31er, du Zinker, Alter. Also, ich schwör's dir, was bist du denn für einer, Pendejo? Du bist doch Fitness-Experte. Alter, wie geil einen eigenen Fitness. Zeig mal krasse Übung. Irgendeine Übung, die du empfiehlst. Nimm mal deine scheißige Rette aus deiner Hand, Mann. Du hast recht, Walter. Ja. Gut, danke dir. Ehrlich, danke. Du bist ein guter Freund. Willst du mich ehrlich sagen? Das kann ich echt nicht lassen. Spiel dich nicht auf, zeig mal jetzt. Nur beim Bankdrücken ganz wichtig: Technik. Ja, auf jeden Fall. Doppelt so viel Kraft rausholen. Wenn du eher einen negativen Winkel einnimmst, hast du mehr Kraft. Positiv weniger und das ist gefährlich. Du musst auch gucken, deine Arme, welche Winkel du dir nimmst. Digga, mach doch einfach die Scheiße, Mann! Du musst erstmal schauen, so gerade ist 90 Grad, ist optimal, dann musst du gucken. Ich geh jetzt die Dings suchen, Digga. Ich suche jetzt das Naschen. Ich habe mich gerade so auf die Couch gelegt. Und mir ist gerade aufgefallen, dass Robert gar nicht da ist. Ja, ist auf dem Weg nach Amerika einfach. Schon komisch, die erste Nacht so, ja, ohne Rohat. Was soll, ey, es ist nichts geplant, er kommt einfach hier rein. Piss dich, du Hurensohn. Mir das scheißegal, ich geh ins Casino. Digga, also ich würde es wissen, wenn Monte so eine Socken anhat. Ich sag dir ehrlich. Ist mir scheißegal, ich kauf das Haus deiner Eltern ab, du. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es nicht. Jetzt mal was Lustiges nach dieser cringen Aktion von ihm. Hört mal zu. Wir haben heute Sachen bei mir in die neue Wohnung gebracht. Und ich hatte dann ein paar Kollegen dabei aus Kiel. Und als Breitenberg gekommen ist, habe ich zu Breitenberg gesagt so, hey, mein Kollege ist ein richtiger Fan von dir und mach mal bitte ein Foto mit ihm. Er redet die ganze Zeit von dir, er schwärmt von dir die ganze Zeit. Und mein Kollege kennt ihn nicht. Also er kannte Breitenberg gar nicht, überhaupt null. Und mein Kollege hat sich die ganze Zeit geschämt, weil Breitenberg meinte, ja, komm, lass Foto machen, ja, kein Problem und so. Ja, komm, lass Foto machen dann und so. Und mein Kollege hat sich so geschämt zu sagen, dass er ihn nicht kennt. Er so, ja, okay, die machen so ein Selfie. Er schreibt mir bei WhatsApp, Bruder, jetzt habe ich ein Foto mit jemandem, den ich nicht kenne. Dann sage ich so, ey, Breitenberg, er will, dass du so Dings machst, so, wie heißt das, Grußvideo und so. Und er so, ja, willst du gut, ja, ich mach dir gut, Bruder, kein Problem und sowas. Also, weißt du was? Ich habe sogar noch eine Energy-Dose im Auto. Meine letzte. So eine auf denen so Fan-Dose. Da ist so Breitenberg drauf. So. Oder weißt du, wie oft ich die verschenke? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Arme Junge, du hast ihn richtig. Du! Du hast ihn gefunden, warte, Digga. Er gibt Breitenberg so, Breitenberg gibt ihm so die Dose. Und er so, oh, danke. Und so, ja, Mann, voll nett. Und so. Und er so, ja, aber du hast meine letzte Dose, so Fan-Dose, weißt du so? Und dann sagt er so, zu mir, Digga, was mache ich jetzt mit dieser Dose? Ja, warte, er wollte mir die zurück. Er sagt, ich fick keinen Energy. Ich sag, Junge, behalte, Digga. Ich sag zu ihm, da ist 25 Cent Pfand drauf. Aber weißt du, was ich lustig fand? Ich habe noch ein bisschen für mich geschlussfolgert. Letztens, ja. Das war jetzt ja zwei, dreimal bei mir, alleine in letzter Zeit. Ja. Du bist immer abends nach Hause gefahren. Ja. Warum? Nee, nicht, weil ich nicht neben Rohat schlafen konnte. Aber ich war, nee. Deswegen bist du nach Hause gefahren, weil jemand zur Küche braucht. Ja. Deswegen will auch mit jedem immer im einen Zimmer schlafen. So, ich werde jetzt noch ein bisschen live gehen hier bei Monty. Mal gucken, vielleicht sieht man den einen oder anderen ja, der sich später den Vlog anguckt im Stream. Wir sind hier immer noch live hier, das ist für den Vlog. Wir haben gerade den Chat gefragt, was sie mehr benutzt haben, MSN oder ICQ.
Lasst mich das auch mal gerne in den Kommentaren wissen. Du sagst, es geht schon, aber Baby, tu mir leid, wollt dir nicht wehtun. Schneller. Oh mein Gott. Okay, mir ist richtig schwindelig.